Ja, schönen guten Tag. Zunächst einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung, dass ich heute hier sprechen darf. Mein Name ist Heinrich Bücker. Ich bin Mitglied der Kommunistischen Plattform der Partei Die Linke, Mitglied in der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, Mitglied von Frente Unido America Latina, von der Aufstehengruppe Berlin-Mitte, Mitglied auch im Bündnis Heizung, Brot und Frieden, Mitglied im Vorstand des Deutschen Friedensrats e.V., Mitglied im OKV e.V., dem Ostdeutschen Kuratorium von Verbänden. Und ich vertrete die internationale Antikriegsorganisation Welt jenseits von Krieg, World Beyond War, hier in Berlin und bin Mitglied in der Odessa-Solidaritätskampagne mit Sitz in den USA. Seit 2005 betreibe ich das Antikriegscafé in Berlin-Mitte am Hackeschen Markt, inzwischen ein Treffpunkt für viele Aktivisten, Künstler und Musiker und für viele Touristen. Seit 2014 veranstalte ich wöchentlich eine Jam-Session mit dem Titel Frieden mit Russland. Aber natürlich ist seit dem 24. Februar 2022 alles sehr viel komplizierter geworden, und zwar wegen meiner Position zu Russland. Ich habe viele Feinde bekommen, bis hin zu Angriffen auf das Café im Außenbereich und intensiven, aber glücklicherweise immer gewaltlosen Diskussionen und Debatten im Café am Tresen. Viele meiner Freunde besuchen mich nicht mehr, viele sind aber Gäste geblieben, auch wenn sie gegen Russland und gegen die russische Regierung sind und den Krieg als einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg verurteilen. Ich dagegen argumentiere immer, dass der Krieg eine Vorgeschichte hat und bereits seit Anfang 2014 läuft. Kürzlich sandte mir Mario, der hier heute Mitveranstalter ist, dass bereits über 3200 Tage seit dem brutalen Überfall ukrainischer Faschisten auf die ukrainische Bevölkerung vergangen sind. Weit mehr als 8 Jahre. Denn seit 2014 bis zum Februar 2022 wurden laut offiziellen UN-Angaben ca. 14.000 Menschen im Donbass getötet. Nach UN-Angaben davon 3.400 Zivilisten, getötet in einem Rahmen einer sogenannten militärischen Antiterroroperation der Regierung in Kiew gegen die eigenen ukrainischen Bürger. Viele Gäste, auch Stammgäste bei mir im Café, empfehlen mir, das Café zum Kriegscafé umzubenennen. Aber viele bleiben auch, weil ich mit ihnen diskutiere und debattiere. Und auch Touristen und Gäste, die zufällig ins Café kommen und denen ich gleich zu Anfang erkläre, dass ich persönlich nicht gegen Russland bin, sind zwar oft zunächst extrem geschockt, aber wenn ich dann darauf verweise, dass es auch viele andere Meinungen im Café selbst gibt und dass auch viele andere Gäste die russische Regierung schrecklich finden, sind sie doch irgendwie zunächst etwas beruhigt. Und Gespräche entstehen, wir diskutieren und debattieren. Und die meisten fühlen sich doch irgendwie wohl aufgrund der Atmosphäre und der Offenheit. Außerdem erkläre ich allen Gästen, dass man gerne alles filmen und fotografieren darf. Und trotz zahlreicher Anfeindungen im Internet bleibt es im Café selbst erstaunlicherweise ziemlich ruhig, zumindest bislang. Manchmal wird es etwas lauter. Es gibt auch junge Ukrainer und Ukrainerinnen, die hereinschauen und etwas herumstöbern und etwas schimpfen. Aber es gab nie Gewalt. Nie, seit ich 2005, vor 18 Jahren oder jetzt vielleicht 19 Jahren bald, das Café geöffnet habe. Und auch nie von mir wurde die Polizei gerufen. In der letzten Zeit bemerke ich allerdings auch einen gewissen Sinneswandel bei Gästen und auch bei den Touristen, was das Thema Ukraine angeht. Die Menschen werden etwas nachdenklicher und sind häufig offener für Argumente, die man vorbringt. Wenn man die Rolle Berlins in diesem Konflikt anspricht, beispielsweise die massive Unterstützung für rechtsradikale, meiner Meinung nach faschistoide Elemente, wenn man argumentiert, welchen massiven Einfluss diese Kräfte in der Ukraine auf die Politik, auf das Militär, auf die Polizei, die Geheimdienste und die Medien haben. Und insbesondere, wenn ich betone, wie beschämend das für mich als Deutschen ist. Erstmal sind die Menschen dann oft schockiert, weil sie vielleicht noch nie derartige Behauptungen gehört haben, aber sie beginnen auch oft nachzudenken.
Sie sind irgendwie berührt, so etwas in einem Antikriegscafé zu hören. Oft haben Sie ja solche Standpunkte noch nie gehört. Es gibt natürlich auch häufig sehr massiven, sehr emotionalen Widerspruch von denen, die völlig in den öffentlichen Medien untergegangen sind, eingetaucht sind. Dort hören Sie ja ununterbrochen von morgens bis abends auf allen Sendern antirussische, sozusagen, ich würde sie sogar russophobe Argumente. Aber selbst diese Menschen kommen vielleicht später zum Nachdenken und reflektieren später über diese Argumente, die sie bei mir im Café von mir gehört haben. Das Antikriegscafé wird auch langsam und allmählich zum Treffpunkt vieler Menschen in Berlin, die sich hier treffen, die Bekanntschaften schließen wollen mit Gleichgesinnten, weil viele auch sonst vielleicht keinen Ort kennen, wo sie so frei reden können. Und sie unterstützen meine Argumente manchmal auch inhaltlich. Und auch die Zahl der russischen Besucher, die Russland unterstützen, wird langsam größer. Und von denen gibt es sehr viele in Berlin. Lediglich die Jam-Session unter dem Titel Frieden mit Russland, die immer am Freitag stattfindet, wird jetzt nicht mehr von so vielen Russen besucht. Denn innerhalb der russischen Community in Berlin steht man sich oft sehr skeptisch gegenüber, ist sehr vorsichtig, sehr misstrauisch. Man will häufig wissen, wie der andere über den Konflikt in der Ukraine denkt. Und hier gehen die Meinungen oft sehr weit auseinander. Es gibt Brüche quer durch Familien und auch Freundschaften sind zerbrochen. Außerdem fällt mir immer wieder auf, dass viele junge Russen gegen ihre Regierung sind und den Krieg oft sehr vehement ablehnen. Diesen auch als verbrecherisch einordnen. Sie sind besonders von meinem Standpunkt schockiert. Auch diesen Gästen gegenüber drücke ich aber immer mein Verständnis aus. Und auch ukrainischen Flüchtlingen gegenüber drücke ich immer meine volle Solidarität aus. Viele Menschen sind aus großer Angst und in großer Panik geflüchtet. Und ich verwehre mich auch immer wieder gegen die Auffassung, dass die meisten der Flüchtlinge hier in großen Autos unterwegs sind und hier nur vom Sozialsystem profitieren wollen. Und natürlich meine ich auch nicht, dass alle Ukrainer faschistoid sind oder faschistischen Ideen anhängen. Aber ein bedeutender Teil derer, die dort in der Ukraine in allen wichtigen Strukturen maßgeblich aktiv sind, unterstützen solche Ansichten. Und selbstverständlich bin ich auch der Meinung, dass Krieg als solcher selbst schrecklich ist. Ich lehne Krieg ab. Krieg erzeugt immer viele Tote und Schwerverletzte und zahllose Flüchtlinge sind die Konsequenz. Krieg erzeugt Traumata und eine riesige Umweltzerstörung ist häufig die Konsequenz. Aber gleichzeitig muss man auch sehen, dass es Kriege gibt, die imperialistische Angriffskriege sind. Aber es gibt auch Kriege, die eher einen Verteidigungscharakter haben. Sicherlich kann man diskutieren, ob die Invasion Russlands im vergangenen Februar ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg war. Das ist sicherlich umstritten. Aber man muss doch auch klar feststellen, dass sich Russland in seiner Existenz bedroht gefühlt hat, wie mit einem Messer am Hals. Und dass die russische Regierung den Westen immer wieder gewarnt hat, nicht näher an seine Grenzen vorzurücken. Und dass der antifaschistische Charakter der Invasion, der Ideenwelt der Russen gerechtfertigt ist, glaubhaft ist, das muss man doch auch verstehen. Jede Familie in Russland hat Verwandte, die im Zweiten Weltkrieg getötet wurden. Und ein guter deutscher Freund, der jetzt gerade aus Russland hier in Berlin auf Urlaub ist, hat mir berichtet, dass man selbst jetzt als Deutscher immer noch freundlich behandelt wird. Und gleichzeitig kann man auch nicht verkennen, dass selbst die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, klar nachgewiesen hat, dass das Regime in Kiew in den letzten Tagen vor der russischen Invasion im vergangenen Februar ihre brutalen Angriffe auf zivile Gebiete in den abtrünnigen Republiken Donetsk und Lugansk um ein Vielfaches intensiviert hat und damit Russland massiv provoziert hat. Und dies an sich genommen ist bereits ein Bruch des internationalen Völkerrechts. Einen Krieg auf eigenem Staatsgebiet zu führen gegen die eigenen russischsprachigen Bürger. Und ein solcher Bruch des Völkerrechts fand eigentlich auch bereits im Februar 2014 statt, als der demokratisch gewählte Präsident der Ukraine, Janukowitsch, gewaltsam aus dem Amt geputscht wurde.
Sicherlich war er vielleicht korrupt, okay, aber die Putschisten waren es auch und sie wurden zudem von deutschen Politikern und Politikern aus den USA angefeuert. All dies ist bestens dokumentiert. Und am 2. Mai 2014 kam es dann zum legendären Sturm auf das Gewerkschaftshaus in der Ukraine, in Odessa. Es wurde in Brand gesetzt von einem faschistischen, rechtsextremen Mob. Linke hatten vor dem Gewerkschaftshaus ein Camp errichtet, flüchteten sich vor dem Mob in das Gewerkschaftshaus, verbarrikadierten sich. Rechtsradikale setzten daraufhin das Gewerkschaftshaus mit Molotow-Cocktails in Brand. Dutzende Menschen verbrannten in dem Gebäude. Und eine Reihe derjenigen, die aus Panik vor den Flammen und aus Angst vor der Hitze aus den Fenstern sprangen, wurden unten auf dem Pflaster vor dem Gewerkschaftshaus von dem rechten Mob brutal erschlagen. Das Ganze fand zudem am 2. Mai statt, genau an dem 2. Mai, an dem 1933 die Gewerkschaftshäuser in Deutschland gestürmt wurden von den Nazis und Linke und Gewerkschafter in den ersten provisorischen KZs brutal zusammengeschlagen und gefoltert wurden. Und in diesem Zusammenhang ist auch ein Vorfall in Berlin zu benennen und zu kritisieren, massiv zu kritisieren. Am 22. Oktober des vergangenen Jahres fand in Berlin eine von Gewerkschaften organisierte Großkundgebung unter dem Titel Solidarischer Herbst statt. Selbstverständlich wurde in dem Aufruf auch Russland dämonisiert. So hieß es gleich im ersten Satz des Aufrufs wörtlich, Zitat, in diesem Herbst treffen uns die Folgen von Putins Angriffskrieg mit voller Wucht. Solche Forderungen sind in Deutschland inzwischen üblich, sowie auch die ukrainischen Fahnen auf vielen öffentlichen Gebäuden in der Stadt. Nur wollte man unser Banner, das definitiv auf das Odessa-Massaker, den Angriff auf das Gewerkschaftshaus in der Ukraine hinwies, nicht in der Demonstration dulden. Ordner versuchten, das Banner zu beschlagnahmen und sogar die Polizei wurde gerufen. Auf dem Banner stand Stop Kiews US-backed War on Donbass. Schluss mit dem von den USA unterstützten Krieg gegen den Donbass. Stop US-NATO Policy of Confrontation. Remember Odessa, 2. Mai 2014. Das auf einer Gewerkschaftsdemo zu erleben, ist der Gipfel unsolidarischen Verhaltens. Es ist einfach unfassbar, dass so etwas heute wieder in Deutschland passieren kann. Und man sieht das, dass viele der Gewerkschaften, ich rede nicht von allen Gewerkschaftern, ich rede von den Dachorganisationen, die eine solche Politik offiziell betreiben und auch in diese unfassbare Russophobie eintreten und diese mitmachen. Kurz vielleicht auch noch zu einem Gerichtsverfahren, das derzeit gegen mich läuft und das jetzt Ende April vor dem Amtsgericht Tiergarten verhandelt wird. Der Hintergrund ist, dass ich mit anderen Friedensaktivisten am 22. Juni, dem Jahrestag des Unternehmens Barbarossa, zum sowjetischen Ehrenmal gekommen war und auf Einladung der Berliner Friedenskooperation eine Rede zu halten. Die Kundgebung sollte an den deutschen Überfall auf die Sowjetunion im Jahre 1941 erinnern. Ein Anwalt einer großen Kanzlei in Berlin, Ernst St. Young, wurde auf die Versammlung aufmerksam, zeigte mich an und beschuldigte mich, den russischen Angriff auf die Ukraine zu rechtfertigen und Kreml-Propaganda zu verbreiten. Seit Beginn des offenen Krieges in der Ukraine häufen sich in Deutschland derartige Ermittlungen. Der Vorwurf ist zumeist, dass ein Angriffskrieg Russlands gebilligt wird. Mein Fall hat relativ viel Beachtung in den Medien gefunden. Es gab unter anderem Interviews in der DKP-Zeitung Unsere Zeit, in der linken Tageszeit Junge Welt. Es gab Interviews mit alternativen Webseiten in Deutschland und in den USA. Das chinesische und russische Staatsfernsehen interviewte mich im Antikriegscafé und zuletzt kam der Fall im UN-Sicherheitsrat zur Sprache. Es gibt in den USA auch einen Solidaritätsaufruf zur Unterstützung meiner Person in diesem Fall. Man muss jetzt sehen, wie sich die Sache weiterentwickelt. Nach dem ersten Einspruch gegen eine Geldstrafe über 2000 Euro kommt es jetzt Ende April zu der ersten Verhandlung vor Gericht. Vor Gericht plane ich, in einer Erklärung zu meiner Meinung zu stehen und weiterhin die Zusammenarbeit der deutschen Regierung mit ukrainischen Faschisten massiv zu kritisieren. In meiner Rede zum Jahrestag am sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park
hatte ich mich im Wesentlichen auf die Äußerungen des ehemaligen ukrainischen Botschafters in Berlin bezogen und auf die Unterstützung von Nazi-Kollaborateuren in der Ukraine. Deren Anhänger haben in den letzten Jahren zahlreiche Denkmäler errichtet. Am Stadtrand von Kiew befindet sich beispielsweise das Mahnmal von Babinja, wo deutsche Faschisten im Jahre 1941 an zwei Tagen mehr als 30.000 jüdische Menschen im größten Einzelmassaker des Holocaust erschossen haben. Faschistische Bandera-Truppen haben die Juden dorthin gebracht, damit sie von den deutschen Faschisten erschossen werden konnten. Und die Straße, die dorthin führt, wurde inzwischen nach Stepan Bandera benannt. Das ist für mich die Spitze des Skandals. Was dort in der Ukraine stattfindet, ist absolut ekelhaft. Ich bin fest entschlossen, gegen solche Geschichtsverdrehungen Stellung zu beziehen. In der Ukraine finden unglaubliche Verbrechen statt. Das Regime in Kiew und faschistische Kreise hinter ihm stehen maßgeblich zu diesen Verbrechen. Zwangsrekrutierungen finden überall im Land statt. In vielen ukrainischen Städten finden regelrechte Razzien statt, um Menschen einzufangen. Mitarbeiter von Militärregierungs-, Registrierungs- und Rekrutierungsbüros riegeln dabei ganze Straßenabschnitte ab, halten Männer im wehrpflichtigen Alter auf der Straße an. Oft werden die Männer direkt ergriffen und in Autos geworfen und abtransportiert. Dies halten dann Passanten oder Begleiter der Betroffenen mit Kameras fest und stellen die Videos ins Netz. An Beispielen dazu mangelt es nicht. Die Szenen spielen sich in Fitnessstudios, in Cafés, auf Bahnhöfen, teilweise sogar auf Kirchenmessen und bei Beerdigungen ab. In regionalen Ausbildungszentren der ukrainischen Armee werden die Entführten dann oft brutal geschlagen und dann gegen ihren Willen nach kurzer Ausbildung zur Front gebracht. Dort überleben sie manchmal nur 1 bis 2 Tage. Männer, die versuchen zu desertieren, werden oft hinterrücks erschossen. Videos davon werden zur Abschreckung teilweise im Internet veröffentlicht. Darüber hinaus gibt es Berichte über brutale Folterungen an russischen Kriegsgefangenen, die glaubhaft sind. Und es gibt immer wieder Videos von Hinrichtungen russischer Kriegsgefangener. Was mit ukrainischen Zwangsrekrutierten im Endeffekt geschieht, erzählen ukrainische Soldaten nicht selten dem russischen Militär kurz nach ihrer Gefangennahme. Natürlich gibt es in der Ukraine noch sehr viele motivierte und auch kampffähige Männer, aber ihre Zahl schwindet von Tag zu Tag. Der US-Oberst Douglas MacGregor erklärte kürzlich in einem Video, dass Kiew seit Beginn der russischen Militäroperation über 250.000 Menschen verloren habe. Es gibt sogar noch Schätzungen, die viel höher gehen. Er soll diese Zahl dem US-Verteidigungsminister und dem Generalstabschef mitgeteilt haben. Eine Reaktion ist bislang nicht bekannt. Es ist absolut schrecklich. Hinweisen möchte ich auch noch auf eine Kundgebung, die wir seit Anfang 2019 fast wöchentlich am Brandenburger Tor vor der US-Botschaft abhalten. Frente Unido America Latina, Vereinigte Front für Lateinamerika. Wir sind eine Gruppe von Lateinamerikanern und Deutschen, die solidarisch sind mit progressiven südamerikanischen Bewegungen und Regierungen. Einigen Regierungen, die progressiv sind. Vertreter kommunistischer Parteien aus Venezuela, aus Peru, aus Chile, Kuba und Deutschland organisieren die Kundgebung. Unterstützer aus Brasilien, Nicaragua und Kolumbien sind sporadisch dabei. Es gibt Redebeiträge, Musik und Kultur. Wir bringen auch immer unsere feste Solidarität mit China und Russland zum Ausdruck. Ich denke, das ist unbedingt notwendig zu dieser Zeit. Im Umfeld dieser ungeheuren Russophobie, die uns entgegenschlägt, in den Medien vor allen Dingen, und von der so viele Menschen erfasst sind. Am kommenden Samstag, dem 18. März, veranstalten wir als Bündnis in Berlin in diesem Rahmen eine Kundgebung in Solidarität mit US-Protestaktionen anlässlich des 20. Jahrestages der US-Invasion im Irak. Die Hauptkundgebung findet in Washington DC in den USA statt und gleichzeitig in zahlreichen anderen Städten der USA. Weit über 200 Organisationen und Einzelpersonen unterstützen diesen Antikriegsprotest. Zu den Unterstützern gehört übrigens auch Roger Waters, der Mitbegründer von Pink Floyd.
Unsere Hauptforderungen sind in den USA und auch hier Frieden in der Ukraine, Stopp der NATO, Stopp Kriege und Schluss mit der sozialen Ausbeutung der Arbeiter und Angestellten weltweit. Prominente Redner auf dieser Kundgebung sind unter anderem Noam Chomsky, Professor, Jacqueline Lukman von der Black Alliance for Peace, Jill Stein, eine ehemalige Präsidentschaftskandidatin für die Green Party in den USA, die haben sehr wenig gemein mit den Grünen hierzulande, Gabriel Shipton, der Bruder von Julian Assange, Abby Martins von Blog Empire Files, Medea Benjamin von Code Pink und Margaret Flowers von Popular Resistance. Ich denke, es ist überaus wichtig, sich mit internationalen Bewegungen in den USA und auch in anderen europäischen Ländern zu vernetzen und solidarisch zu erklären. Denn es gibt viele, viele Menschen, auch hier in Deutschland, die gegen diesen Krieg sind und täglich und immer wieder auf die Straße gehen und protestieren. Abschließend möchte ich meinen Beitrag hier mit einem Zitat aus einem Facebook-Beitrag von Oscar Lafontaine. Bezugnehmend auf den ehemaligen Botschafter Melnik in Deutschland, der wie viele ukrainische Nationalisten den Judenmörder Stepan Bandera verehrt, zitiert Oscar Lafontaine Arno Klaasfeld, Sohn der Nazijäger Beate und Serge Klaasfeld. Zitat: Ein Land, in dem Verbrechen, die Zehntausende von Juden ermordet haben, als Helden verehrt, hat in der EU nichts zu suchen. Und er fährt fort, Zitat: Der Kult um Stepan Bandera in der Ukraine wird mit Briefmarken und Prozessionen betrieben. Es gibt einen Gedenktag für Bandera. Straßen und Stadien sind nach Bandera benannt. Die Hauptstraße zur Gedenkstätte Babinja, wo 33.000 Juden ermordet wurden, trägt den Namen Bandera. Die letzte Strecke dieser Straße ist nach Roman Tschuskewitsch benannt, der noch viel schlimmer war. Ja, vielen Dank und ich hoffe, dass sich in Deutschland eine Stimmung entwickelt, die stärker gegen den Krieg Stellung nimmt und dass wir solidarischer sind auch mit der oder Verständnis zeigen für die russische Regierung und ihren Kampf, der meiner Meinung nach ernsthaft und glaubhaft gegen Faschisten geführt wird. Und so viele Menschen in der Sowjetunion und in Russland wissen, was in dem Krieg der Sowjetunion gegen das faschistische Deutschland geschehen ist und wie viele ihrer Mitbürger damals gefallen sind. Und alle Familien können sich an solche Fälle erinnern. Und ich danke nochmal für die Möglichkeit, heute hier gesprochen zu haben. Vielen Dank. Gut, das ist fast eine Punktlandung, denn jede Woche stehen wir hier zur Mahnwache für Frieden und Abrüstung, die wir jetzt natürlich auch gleich bis 19 Uhr weiterführen werden. Aber kurz vorab noch einige Infos. Ich wurde angefragt, also das Antikriegscafé befindet sich in Berlin in der Rochstraße. Das ist unweit vom Hackischen Markt, kann man zu Fuß gut erreichen. Rochstraße 3 ist ganz nett dort, könnte man hingehen. Wir uns alle hier in der Mahnwache für Frieden jede Woche treffen. Wir gehen auch gemeinsam auf Kundgebungen. Ich möchte alle daran erinnern, Ostern steht vor der Haustür am 8. Ostermarsch in Berlin. Dort können wir gemeinsam hingehen, aber es wäre natürlich auch individuell zu erreichen. Aber es wäre wichtig, dass wir alle uns daran beteiligen, damit das nicht abebbt und damit die Veranstaltung von Sarah Wagenknecht neulich nicht die letzte große Kundgebung war, wo Menschen für den Frieden einstehen. Am 9. findet auch ein Ostermarsch statt in Strausberg, voraussichtlich so um 10 Uhr am Bahnhof Strausberg. Auch da müssen wir daran erinnern, Strausberg, ehemalige Stadt, wo die NVA tätig war, ist heute eines der Hauptzentren der Bundeswehr, nicht nur um auszubilden Faschisten und sonstige Rekruten, die extra angereist kommen aus der Ukraine, um wieder zu erlernen, wie man Panzer steuert. Nein, dort ist auch die Zentrale, wo
Jugendoffiziere ausgebildet werden, die in Schulen gehen und ihnen dort erzählen, wie schön der Krieg ist. An dieser Stelle will ich, wie gesagt, euch nochmal einladen, noch hier die nächste Stunde mit uns hier zu bleiben. Das, was Heiner hier berichtet hat, wenn wir mit offenen Augen durch Königs Wusterhausen gehen, und das tun wir hier auch, dann werdet ihr sehen, dass auch ukrainische Menschen, vor allen Dingen Frauen, auch hier schon bei uns an der Bahnwache standen und uns berichten von der Geiselhaft ihrer Männer und entsprechend auch ihr Verhältnis gegenüber ihren anderen geflüchteten Menschen, wo es welche gibt, die natürlich für den Krieg sind und für die Waffenlieferung, aber es gibt auch Menschen, die können sich sehr gut noch daran erinnern, warum in der Ukraine Menschen für eine andere Ukraine eintreten wollten und sehr wohl den 2. Mai 2014 nicht vergessen haben, als es Faschisten waren, die dort über 40 Menschen verbrennen und erschlagen haben. Danke sehr. Danke, dass ihr so viel da wart, und wir machen jetzt weiter mit Musik und mit der Mahnwache. Danke.